Herzlich willkommen mitten aus dem Buchenwald. Wir sind jetzt inzwischen bei Tag Nummer 19. Gestern haben wir eine Pause gemacht in Sampere. Das liegt jetzt ein bisschen hinter uns, sind gerade rausgefahren. Der Anstieg zum Col di Sampere beginnt nämlich genau dort. 18 Kilometer geht jetzt hoch auf, ich glaube, 2,2. Also ganz ordentlich. Jetzt schauen wir, dass wir hochkommen. Und ich höre jetzt auf zu reden. Das wird ein bisschen zu anstrengend. Viel Spaß wieder beim Zuschauen, beim tollen Tag hier in den Bergen. Da, wo der Gipfel gegenüber so in Wolken hängt, war Schnee. Also kein Wunder, dass es jetzt recht frisch ist. Einen schönen guten Morgen, heute ist Tag Nummer 20. Wir sind jetzt in Ponte Marmora im Valle Maira und fahren hoch zum Rifugio Gardetta auf 2300 und ein bisschen Meter. Ganz schön Verkehr schon um die Uhrzeit und es war heute Morgen richtig kalt. Wir sind durch eine Schlucht gefahren, also eisig und schattig. Jetzt ist endlich die Sonne heraus und wir stehen in der Sonne, wir haben uns ein bisschen auf. Und heute sollen besonders schöne Ausblicke dabei sein, also sind wir schon sehr gespannt.
Wir sind auf den letzten Metern für heute zum Zeltplatz in der Nähe von Demont und hoffen, dass wir einen schönen Platz finden, wo wir Ruhe haben, was essen können. War ein super langer, aber auch anstrengender Tag. Willkommen zu Tag Nummer 21. Wir werden schon begeistert begrüßt. Hier haben wir nämlich übernachtet. Ja. Gell, ich hab dir gestern was zu fressen gegeben. Das war der Fehler. Jetzt kommst du ständig angesprungen. Also war richtig schön. Schöner Zeltplatz. Und dann geht's auch gleich los. Freuen wir uns schon sehr. Jetzt geht's nur nach Cuneo. Weil dann wollen wir noch mal weiter zurück in die Berge. Jetzt sind wir in Valle Stura. Jetzt geht's noch ein Stückchen auf diesem Nebenweg dahin. Durchs Grüne, hier sogar im Schatten. Herrlich warm, es ist so ein richtig schöner Spätsommertag. Wir genießen es total. Und scheinbar hat es hier ein bisschen mehr geregnet als in den anderen Tälern. Also Valle Maira war auch sehr saftig grün. Aber die anderen Täler waren sowas von trocken. Dieses Jahr, diese Dürre ist echt extrem. So viele Quellen, die ausgetrocknet waren. Echt super schön. Da hinten im Tal liegt Demont. Und wir sind eben dieses rechte Tal gestern runtergefahren. Das linke Tal, Valle Stura, da geht es eben dann über einen Pass rüber, Colle de Maddalena, glaube ich, heißt er, nach Frankreich, aber das fahren wir nicht. Wir fahren lieber hier wunderbar auf dieser Nebenstrecke weiter. Yeah, die Bergwertung, noch 1 Kilometer. Wir wurden gerade gestoppt von einem Begleitfahrzeug. Hier fährt nämlich die Haute Route rüber, das ist so ein Rennen für Rennräder. Und zwar für Amateure und ja, Hobbyfahrer, die da teilnehmen können. Und die fährt genau hier lang. Also in einer Viertelstunde müssten es hier sein. Müssen wir uns sputen, müssen wir weiterkommen. Wir sind angekommen im Zentrum von Cuneo. Hier bleiben wir über Nacht. Wunderschön, der zentrale Platz. Und das Tolle ist, wenn man zurückblickt, da sind wir hergekommen. Richtung Berge. Was für ein Panorama. Und da geht es dann morgen wieder raus. Aber jetzt genießen wir erstmal den Nachmittag und einen schönen Abend hier in der Stadt. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Cuneo. Judith, wo geht's heute hin? Richtung Süden, auf die Via del Sale. Und ja, wir hoffen jetzt mal, dass das Wetter herhält. Bis jetzt sieht es noch wirklich super aus. Sonnenschein, die Berge sieht man schon im Hintergrund. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, ob uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht, weil es sollten Gewitter aufziehen am Nachmittag oder ob wir wirklich unser Tagesziel erreichen. Ich muss schon ein bisschen lachen. Letztes Mal, als ich hier stand, wer unsere Videos verfolgt, kennt diese Einstellung ja fast, stand ich hier auch schon mal und habe gesagt, jetzt geht die Tour los, jetzt geht sie wieder hier weiter und es ist wieder vom Wetter her ein bisschen unsicher. Aber wir freuen uns total drauf, denn diesmal fahren wir ein bisschen anders. Ja. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ab jetzt geht's richtig bergauf. Die ersten paar Kilometer noch flacher, aber dann auf Schotter und zum Schluss auf dem Trail. Prima, wir haben gerade unsere Mittagspause hier gemacht am Rifugio Pian delle Gore. Und was hier so rauscht, ist ein Generator. Hier rechts im Häuschen eine schöne Quelle mit lecker Wasser. Ja, was wir nämlich gelesen haben, ist oben, wo wir noch weiter hoch wollen, ist auf der Via del Sale scheinbar brutale Wassermangel. Das auf den Hütten kann man wohl nicht duschen, weil einfach kein Wasser da ist. Also jetzt füllen wir hier schon Wasser auf. Hat man eigentlich nicht vor, weil jetzt müssen wir es ganz schön weit hochschleppen. Aber hilft nicht. Nicht, dass uns unterwegs Wasser ausgeht. Sind wir auf knapp 1400, die letzte Quelle bis oben, zumindest soweit wir es jetzt wissen. Wunderschön, der Weg ist echt toll. Unser Weg ist blockiert, noch sieht man es nicht, aber da hinten stehen Esel. Hey, hey, nicht an mir knabbern, ich schieb mal durch. Hey Esel. Aus. Das hatten wir auch noch nicht. Aufdringliche Esel. Ich glaube, die wollten meine Äpfel. Die hatten Hunger.
weit ist es nicht mehr bis zum Passo del Duca. Ganz oben. Da bei diesem Zacke hier ungefähr. Da müssen wir rüber. Was für eine Schinderei. Aber super schön. Wir haben es geschafft, Passo del Duca. Da geht es nachher weiter. Erstmal ein Stück bergab. Hier vorne, darüber bis zu dem Sattel, dann nochmal da hoch und dann hinter diesem Hügel. Hügel ist gut, Bergrücken. Unterhalb von diesem großen Hang da entlang, der Pass ist dann irgendwo da oben. Da, wo es jetzt ziemlich dunkel aussieht. Naja, wir hoffen aufs Beste, dass es doch trocken bleibt. Irgendwo da hinten sind Kühe. Ich sehe sie zwar nicht, aber ich höre sie schon. Und unser Weg, der geht erstmal darüber und führt uns dann hier komplett unten am Hang entlang, irgendwo da hinten hoch. Da oben ist der Pass. Er ist schon wild. Laut ist jedenfalls sehr gut. Eine affige Schinderei ist das. Wir kämpfen uns hier hoch. Ah, das ist die Belohnung für die Schinderei jetzt. Die Stunden vom Schieben. Ein paar Abschnitte haben wir nicht gefilmt, da war es einfach nur eklig steil. So, leider ist das Mikro ausgestiegen, deswegen rauscht jetzt ein bisschen. Wir sind oben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Da vorne ist der Grenzstein. Und hier nochmal der Blick zurück Richtung Poebene. Der Grenzstein. Und wer ist da? Unsere Freunde, die Esel. Ich weiß nicht, ob man sieht, da hinten auf dem Weg. Dunkel sind sie. Ja, und für uns geht es jetzt erstmal hier ein ganzes Stück noch runter, dann drüben rauf und ganz da hinten über den Sattel nochmal rüber. Man sieht so ein bisschen, auf der Kamera wahrscheinlich jetzt schlecht, so eine Befestigung von der Straße da oben, da geht es dann hinten nach links rüber. Super schön. Einen schönen guten Morgen hier vom Refugio Don Barbera. Da hinten steht unser Zelt und hier ist die Hütte. Wir haben gerade gefrühstückt. Es ist jetzt kurz nach 7. Die Sonne geht auch schon auf und da geht's nachher weiter. Ja, wir sind gestern früher angekommen als gedacht, haben die Tour toll geschafft, die Etappe. War ganz ordentlich von Cuneo hier rauf durch
das alte Valle Pesio durch den Naturpark Margerez. Das ist diese ganze Region hier an der Grenze zu Frankreich. Die Grenze ist nämlich nur Luftlinie. Wenn ich jetzt darüber blicke, was werden es sein? Da oben 100 Meter entfernt, dann wären wir schon in Frankreich. Also wir sind gestern späten Nachmittag hier angekommen, eben früher als gedacht. Und diese Straße ist am Nachmittag dann irgendwann gesperrt für den Verkehr. Also wir waren echt allein unterwegs. 3 Wanderer oder so haben wir noch gesehen. War echt total super. Haben hier auch gut geschlafen und lecker zu Abend gegessen. Allerdings war eine riesen Gesellschaftswandergruppe da und es ging zu. Also das war absurd. Also ein Bierzelt in Bayern so zur Wiesn, das ist genau die Stimmung, die hier in der Hütte war. Aber das Essen war lecker und draußen, wir haben im Zelt geschlafen, war es echt ruhig, während da draußen noch Halligalli war bis in die Nacht. Wir genießen jedenfalls hoffentlich diesen wunderschönen Tag und diese tolle Etappe, weil jetzt fahren wir über die Via del Sale Richtung Süden weiter und wollen auf einer der letzten Hütten, die es hier oben gibt, dann wieder übernachten, beziehungsweise beim Agriturismo. Lassen wir uns überraschen, wie weit wir heute noch kommen. So um die 40, 45 Kilometer sind es mit Schotter und teilweise sehr groben Schotter, also rauf und runter, 1000 Höhenmeter. Das reicht als Tagesetappe und heute wird es wohl richtig heiß, sonnig, keine Wolke am Himmel. Werden wir mal sehen, wie es wird. Also wieder viel Spaß beim Zuschauen. Ganze Nacht war er da, also 3 solche riesen Hirtenhunde sind hier und holen sich immer eine Streicheleinheit ab. Wir haben immer von Italienern gehört, dass es auch Wölfe geben soll, so ein kleines Wolfsrudel hier in der Gegend. Also wenn man hier irgendwelche Weidetiere hat, macht es durchaus Sinn, hier einen Hund zu haben. Was für eine Auffahrt. Wir kämpfen schon. Der Schotter ist hier teilweise richtig lose ausgewaschen. Jetzt wird es aber auch Zeit fürs zweite Frühstück. Ja, auf der Hütte hatten wir zwar eins, das war aber bestand hauptsächlich aus Kaffee. Dann sind wir natürlich etwas überdreht, nachdem jeder von uns geschätzt 3 oder 4 Tassen Kaffee intus hat. Gab es dazu nur 2 Kekse und ein winziges Stückchen Weißbrot mit Marmelade. Das ist kein richtiges Frühstück, eine richtige Grundlage. Aber wir haben zum Glück noch Müsli dabei. Das wollten wir allerdings jetzt nicht in der Gaststube auspacken. Das machen wir dann ein bisschen weiter oben am ersten Pass, am ersten Call des Tages. Und da gibt es eine richtige Pause. Ich weiß gar nicht, ob ich es gestern erzählt habe. Da kam noch ein Tanklaster hoch und hat die Hütte mit Wasser beliefert. Echt unglaublich. Es gibt nämlich fast kein Wasser dieses Jahr. Also auch hier unten ist so ein Bach normalerweise. Da sieht man fast nichts. Bloß so ein paar Pfützen, die noch übrig sind. Es hat zwar gestern ein bisschen geregnet, oben bei den höchsten Gipfeln hier, wo sich jetzt schon die ersten Wolken bilden, aber es hat seit Wochen nicht mehr richtig geregnet. Vor einer Woche hat man einen Tag mit schlechtem Wetter, mit ordentlich Regen. Das war alles, was da war. Wochenlang davor hat es gar nicht geregnet und jetzt schon wieder nicht. Also es ist echt unglaublich trocken. So schön es ist, auch wenn es sehr grün aussieht, aber das Wasser fehlt. Das ist der Monte Zaccarello und wir sind hier am Pas du Taranel auf 2045 Meter und das ist schon der Blick nach Frankreich rüber. Wir sind nämlich direkt an der Grenze. Die Straße hier unten fahren dann gleich weiter und das sollte La Brique sein hier unten im Tal oder Tornes, eins von beiden. Ich glaube La Brique, was hier unten liegt in der Sonne. Was für ein Panorama.
Und diese coole Strecke fahren wir gleich runter. Die Piste so richtig grob. Man sieht es immer schwer auf der Kamera, aber das hat schon eine Ähnlichkeit zu einem Bachbett. Von ganz da hinten kommen wir auf der anderen Seite des Berges, dieses Bergrückens war mal. Und unterhalb von dem Gipfel jetzt gerade die Wolken da berührt, da waren wir auch. Und in der Ferne hier der höchste Punkt, der Monte Saccarello, den sieht man auch noch. Und wir sind diesen ganzen Wiesenhang kann man nicht sagen, Bergrücken hier entlang gefahren, immer zickzack rauf und runter und jetzt wieder bergauf. Wir sind am Col Bertrand. Man kann es leider nicht erkennen, wirklich auf der Kamera, aber im Dunst. In der Ferne ist wirklich das Meer zu sehen, die Côte d'Azur. Schauer sind vorbeigezogen. Ich glaube, heute gibt es auch keinen mehr, der uns zumindest erwischt. Echt herrlich. Und hier ist genau die Grenze zwischen Frankreich und Italien. Das ist der Blick jetzt nach Osten, nach Ligurien rüber. Wir haben es geschafft, wir sind wieder auf Asphalt, am Rifugio alla Vena vorbei und hier sieht man einen Stausee. Also vom See sieht man nichts mehr. Es ist echt extrem. Eine Quelle war gerade ausgetrocknet, auch wenn es hier grün ist, es ist echt super trocken. Da vorne ein Bild ist ein Agriturismo bei der Jurte und ich hoffe, da können wir übernachten. Mit einer wundervollen Aussicht. Auf die Küste, auf die Berge Liguriens. Endet unser grandioser heutiger Tag auf der Via del Sale. Wir sind sie ja fast komplett heute gefahren. Vom Rifugio Don Barbera jetzt hier Richtung Küste. Sind noch im Hinterland ein paar Kilometer in den Bergen und genießen jetzt einen schönen ruhigen Abend und eine entspannte Nacht. Bis morgen. Ja, wer jetzt denkt, wir rollern nur gemütlich ans Meer, der liegt grob daneben. Allerdings, was uns jetzt erwartet hat, das hätten wir selbst nicht gedacht. Aber davon seht ihr dann mehr im nächsten Video. Also, bis dann. Servus und nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, damit ihr ab jetzt kein Video mehr verpasst.